Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Bitte. Oh. Bleib weg, nicht Mutter! Entscheidungspunkte bieten Möglichkeiten, emotionale Wahl zu treffen. Wie Eloy ihre Persönlichkeit ausdrückt, liegt an dir. Wähle Faust. Achso, da unten mit. Dann stellt sich Eloy der Herausforderung direkt. Wähle Gehirn. Schlag ihm den Stein aus der Hand. Okay, lass deinen Stein fallen. Ah! Hey! Du blutest. Lass mich mal sehen. Hier, halt still. Gleich. Warum? Shh. Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist es nicht. Aber sie wissen es. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mache ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm! Thank you.
Rost? 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 Wo ist er? 2 Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Okay, also, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt an genau der gleichen Stelle wieder ausgekommen. Das sieht auch genauso aus, meines Erachtens nach. Es war halt nur sehr dunkel mit der Kleinen. Aber ich bin jetzt erwachsen. Also ich habe, um das nochmal kurz zu sagen, ich habe jetzt vom letzten Spielstand aus gespeichert, ja, wo wir diesen Jungen gerettet haben, der da runtergefallen ist. Also alles, was im letzten Video passiert ist. Hab mir allerdings dieses Video, was ihr jetzt gerade gesehen habt, nochmal komplett angeguckt. Also sprich, da ist jetzt nichts abgestürzt oder unterbrochen worden zwischendurch. Und nun bin ich komplett erwachsen. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, das ist krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil, naja, ich bin halt als Kind hier hingekommen. Und jetzt steht übrigens auch links Finde Rost, sehe ich jetzt gerade. Das stand vorher definitiv nicht da. Warum jetzt mein Leben kleiner ist, weiß ich auch nicht. Aber hier zum Beispiel diese komischen Trainingspuppen sind es ja anscheinend. Kann mit RB Maschinenrüstung abschlagen. Probier es einmal. Welcher Speer? Ich habe keinen Speer. Oh, ach so, Nahkampf. Ah, okay. Das denn komplett machen oder ist das nur so zu testen? Also mit rechts oben, also R1. Ja, kann ich Nahkampf machen. Das ist schon mal sehr gut. Die Frage ist jetzt nur, muss ich die jetzt kaputt machen? Muss ich da die ganze Zeit irgendwie? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich meine, das sind ja Trainingspuppen. Wir sammeln auf jeden Fall alles ein, was wir hier noch so finden. Das Blöde ist natürlich alles, was ich jetzt eingesammelt habe auf dem Weg, als ich hinten hingelaufen bin. Also was ich vorhin gezeigt habe, wo ich diesen ganz langen Weg entlang gelaufen bin zum zweiten Lagerfeuer. Das ist natürlich jetzt alles weg. Was ist das? Schnellspeicherung, manuelle Speicherung. Ja, dann machen wir doch direkt mal manuelle Speicherung. Leerer Platz auswählen. Ja, cool. Okay, also wenn man hier so wirklich Lagerfeuer hat. Das Lagerfeuer hatte ich vorher noch gar nicht gesehen hier, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich dann auch neu. Ich werde tun, was ich tun muss. Ja, das werden wir auf jeden Fall. Ja, ist jetzt Blödsinn, wenn ich jetzt auf alle nochmal draufhaue. Das Problem ist nur, wo finden wir jetzt Rost? Also hier vorne wissen wir, dass wir nicht allzu weit... Wir sollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? Oh, perfekt. Das heißt, ich komme auch endlich wieder, oder ich bin jetzt wieder an einem Punkt, wo mir angezeigt wird, in welche Richtung ich laufen muss, damit ich weiterkomme mit der Quest. Mega, mega geil. Was macht der hier oben? Ihr wisst gar nicht, wie verzweifelt ich war. Was ist mit ihm los? Kann ich jetzt mit ihr da hoch? Ach, ah, da kann ich mich jetzt festhalten. Ah. Aloy, du bist hier. Gut, dass ich Spuren lesen kann, genau. Was soll die Verzögerung? Nee, also ist alles in Ordnung, weil er ist so komisch. Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja, mach dich auf den Weg. Okay. Ist sonst noch was mit dir? Nein, mir geht's gut.
Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Rost, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Okay, es hört sich natürlich nicht gut an. Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grata könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. Die kauzige Grata, okay. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Okay. Also, sammle Lohe von Läufern. Sammle Metallscherben von Maschinen. Oh Gott. Also Maschinen sind wahrscheinlich diese normalen Herdentiere, sage ich jetzt mal. Und die Läufer, meine ich, waren doch... Nee, das waren Schnee. Die Wächter. Hier draußen wird es nicht wärmer. Falsche um eine Stolperfalle. Ah, okay. Ist denn hier oben noch irgendwas, bevor ich mich da runterstürze? Nee, ne? Kann ich auch nichts nehmen oder so? Okay, also ich soll erstmal das Questmenü aufmachen. Haben die gesagt. Warum auch immer. Aufträge. Kauzige Krater. Dafür brauche ich dann wahrscheinlich Stufe 4. So verstehe ich das. Ich habe aber keine Ahnung. Achso, doch. Ich habe jetzt Stufe 3. Okay. Notizbuch. Ja, okay. Die Datenpunkte und so weiter. Das sind jetzt alles wieder Sachen, die wir uns jetzt schon angeguckt haben. Herstellen, Munition, Pfeile. Ja. Kann ich aber alles nicht mit anfangen. Keine Ahnung, warum ich das jetzt öffnen sollte. Muss ich mich da jetzt runterstürzen oder sterbe ich dann? Ich weiß nicht. Moment. Er steht, aber ich soll da runter, wenn ich mich jetzt da drauf stürze. Oh Gott. Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Okay. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich. Ich hatte schon ein bisschen Panik, ne, dass das jetzt irgendwie schief laufen sollte oder so. Haben wir hier noch was gehabt? Nee. Okay. Gut, dann weiß ich aber jetzt wenigstens. Das hat sich jetzt komisch angehört. Ich dachte jetzt gerade, hier ist irgendwas. Aber das ist wahrscheinlich so die Warnung gewesen, dass ich gleich mich irgendwie in Deckung begeben muss oder so. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Da scheint ein Lagerfeuer zu sein. Entdecke ein Lagerfeuer, in dem du herangehst und schalte noch so einen neuen Schnellreisefall. Entzünde das Lagerfeuer nach der Erprobung ändern. Speichern. Ja, das haben wir ja oben auch schon gemacht. 2 Tage, bis ich Antworten bekomme. 2 Tage, dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Ja, machen wir. Aber wir sammeln natürlich auch alles andere ein, was wir eventuell gebrauchen können, ne? So, ich bin jetzt nur gerade am Überlegen. Achso, mit links unten war das. Okay. Wäre ganz gut, wenn ich vorher noch wüsste, wie ich schieße. Beleuchtet. Das geht ganz schön schnell. Nee, hey, das war aber zum Einsammeln. Okay. Sah jetzt von oben so ein bisschen aus wie das Auge von so einem Wächter. So, das sind 600 Schritte, das sind 300 Schritte. Dann gehen wir erstmal nach da. Ich weiß jetzt nicht, obwohl, ne, Stufe 1, Stufe 2. Ich denke mal, da wird dann wahrscheinlich die Herde sein. Also gehe ich erstmal in die Richtung. Hoffe ich zumindest, dass das jetzt richtig ist. Kann man da einfach so rüberspringen? Ist wieder so ein komischer Truthahn, okay. Also ihr habt die, glaube ich, noch nicht gesehen, aber ich habe die ja gesehen. Oh, da unten lief, glaube ich, was.
Ich habe die ja gesehen, als ich da über eine halbe Stunde wie blöd in der Gegend rumgelaufen bin. Und naja, es ganz offensichtlich ja verbuggt ist. Also war. Jetzt nicht mehr, sondern es ganz offensichtlich ja verbuggt war. Wenn ihr so das gleiche Problem haben solltet, dass ihr irgendwo einen Absturz hattet oder ja, aus irgendwelchen Gründen pausieren musstet, beziehungsweise komplett ausschalten musstet. Oh, ja, da hinten sehe ich was. Dann könnt ihr das Ganze einfach beheben, indem ihr... So, das markieren wir mal eben. Indem ihr den letzten Spielstand nochmal ladet und dann das Video anguckt. Ja, und dann sollte eigentlich alles gut gehen, so wie es jetzt bei mir gelaufen ist. Der geht ganz runter. Habe ich hier nichts zum Verstecken? Doch da oben? Wo muss ich denn hin? In die Richtung auf jeden Fall. Obwohl, Moment. Das hat er mir gerade angezeigt, ich soll nach links, oder? Nee, jetzt soll ich wieder nach rechts, hä? Das ist manchmal so unlogisch von der Anzeige her. Ich kann überhaupt nichts sehen. Oh, jetzt hab ich Mist, schießen wollte ich jetzt nicht. Eigentlich wollte ich das vorher anmachen. Okay, also die laufen da rum. Ich muss, denke ich mal, über die Brücke... Nee, über die Brücke muss ich nicht. Kann ich denn nicht einfach hier rüber? Da kommt jetzt hier eine Riesenherde gleich, die ich jetzt aufscheuche oder so. Weil über die Brücke muss ich anscheinend noch nicht. Ich muss ja da hinten hin. Würde ich sagen, dass wir hier irgendwo runterklettern. Möglichkeit natürlich, ohne dass wir da jetzt Schaden nehmen. Die scheinen ja das nur anzunehmen, wenn ich zu nah dran bin, nehme ich mal an. Dass sie mich dann entdecken. Oh, da hinten ist noch einer. Das ist auch ein Wächter, okay. Hoffe ich, dass hier oben keiner kommt. Ja, der ist ziemlich laut. Da hinten ist auch noch einer. Aber hier unten direkt sehe ich jetzt keinen. Wo wir hin müssen. Jetzt sind doch irgendwie beide auf der gleichen Seite. Also das verstehe ich jetzt auch nicht. Jetzt ist der zweite wieder weg. Also das... Hier ist Olara, deine Schwester! Ist schon was komisch gemacht. Ach, oder sind das Nebenquests? Ach, das kann natürlich auch sein. Dann hätten wir jetzt unsere erste Nebenquest gefunden. Wer ist das denn hier? Achso, das ist der Wächter, okay. Irgendwo hat gerade jemand gerufen. Irgendwo hier aus der Richtung. Bist du da draußen? Mädel, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich wollte zwar jetzt auch nur die Hauptquest machen und nicht die Nebenquest. Aber, ich würde trotzdem mal eben gucken. Mutterherz, Mutterswacht. Okay, wo sind wir denn hier überhaupt jetzt gerade? Geh auf die Jagd nach Lu... Also okay, da wo das zweite ist, da muss ich auf jeden Fall hin. Rede mit Cast und Falsch um die Stolperfalle. Okay, also, ich muss aber eigentlich ins zweite rein. Und da ist eine neue Quest. Ja, dann würde ich sagen, dass wir die Quest erstmal nicht machen. Sondern erstmal gucken. Brom, kannst du mich hören? Sondern erstmal gucken, dass wir zu der... Moment, da müssen wir aber hier rum, wenn ich das richtig sehe, ne? Genau, da hinten. Dass wir erstmal zu zwei kommen, weil wir müssen ja jagen. Ich meine, die Stolperfalle, gut, die brauchen wir vielleicht auch zum Jagen. Ich weiß es nicht, ich habe da keine Ahnung von. Aber die Quest, die kann man ja dann später auch immer noch... ist das so eine Stolperfalle? Nee, oder? Das ist wahrscheinlich zum Rüberkommen, oder? Wir müssen aber eigentlich links rum.
Ah, ich traue dem Braten nicht so richtig. Ich gehe jetzt erstmal hier rum, weil das ist ja auch der Weg, wo wir hin müssen anscheinend. Da ist die 1. Jetzt habe ich die 2 verloren. Wo sind die Füße von der 2? Wo muss ich hin? Da ist ein Lagerfeuer, das ist schon mal gut. Das hilft bestimmt weiter. Das weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht mal, was es jetzt war. Ich habe nicht drauf geachtet. Aber wir sammeln halt, wie gesagt, alles ein, was wir so finden. Und ich denke aber mal, oder hinten ist noch eine Herde. Da müssen wir, glaube ich, hin zum Jagen. Ah, doch, Wächter sind auch mit dabei. Ja, das ist nämlich hier das Gebiet. Okay. Ich würde aber gerne kurz rüber zu dem Lagerfeuer. Schwupps. Damit wir das entdecken und mal kurz schnell speichern können. Dass wenn doch irgendwas passiert, und das ist ja nicht so unwahrscheinlich, wenn ich hier spiele, dass wir dann von hier aus quasi weiterspielen können. So, dann guck mal. Den müssen wir auf jeden Fall einscannen. Oder läuft bis hier vorne? Okay. Haben wir noch einen Wächter? Zumindest keinen, den ich jetzt gerade so sehen kann. Also der läuft hier vorne rum. Ich möchte aber gerne die Viecher erledigen. Das heißt, ich müsste die dann theoretisch erledigen, wenn er wieder nach hinten geht, ne? Kann ich jetzt hier auch nirgendwo, doch da kann ich mich verstecken. Na, das Problem ist, man muss ja eigentlich nah rankommen. Nee, ich wollte eigentlich wieder raus. Nein, ich wollte nicht rollen. Aber auch gar nicht so schlecht, dass ich das jetzt gemacht habe. Es gibt kein Zurück mehr. So. Gar nicht mal so schlecht. Jetzt können wir den auch mal eben. Okay, der Wächter ist wieder am Anmarsch. Das ist natürlich schlecht. Ich hasse diese Geduldspielchen, wo man immer warten muss, bis dann die Gegner wieder vorbei sind und alles. Ja, guck woanders hin. Los. Ich will jetzt den Wächter nicht direkt angreifen. Geht er wieder? Nee, der kommt hier direkt vorbei, ne? Ich weiß nicht, ob der mich angreift, wenn ich den jetzt direkt angreife. Wahrscheinlich ja, weil ich ja direkt neben ihm stehe. Bleib doch mal stehen. Warte doch mal, bis der Läufer, der Wächter wieder vorbei ist. Geh. Geh ein bisschen schneller. Da kommen die. Okay, so geht's auch. Ey, was war denn das? Okay, also so kann man natürlich auch einfach die Teile sammeln.
anscheinend waren hier drei von den Wächtern. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie doch... Naja gut, wir sind ja relativ am Anfang, dass sie doch noch so gut zerstörbar sind. Da ist da was Neues. Ja, oder? Keine Ahnung, was das jetzt war. Teile von Läufern muss ich auf jeden Fall noch sammeln. Ah, okay. Das war es nicht. So, wir haben hier ganz viel, was wir sammeln können, aber anscheinend nicht genug, dass wir jetzt sagen können. Das wird die Spuren erstmal verwischen. Auch meine. Zusammen. Moment, da war doch irgendwo, da hinten ist noch einer. Da ist noch einer. Da liegt sogar noch einer rum. Okay. Ich habe die jetzt aufgeschreckt, oder? Kann das sein? Der ist noch gelb. Ihm entgeht nicht viel. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal alle Sachen, die wir brauchen. Das ist gut. Stelle Feuerpfeile her. Ja, und wie? Das wäre jetzt ganz gut, wenn ich das jetzt wüsste. Also ich weiß, hiermit haben wir das Waffen... Achso, dann können wir die aussuchen. Aber wie? Achso, mit der rechten. Okay. Herstellen. Okay. Aber ich kann nur 10 herstellen. Naja, gut. Die haben wir schon mal wieder auf 20. Aber wieso kann ich nur 10 von den Feuerfallen herstellen? Brauche ich irgendwas für? Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht... der ist jetzt ziemlich aufgeschreckt hier. Ja, alles gut. Guck woanders hin. Ich will den noch kurz ausrauben. Oh. Ausrauben, das hört sich so negativ an. Okay. Ach, jetzt kommt er doch, oder was? Jetzt jagen sie mich. Na gut. Wir müssen trotzdem jetzt mal so langsam aber sicher hier weiter. Da hinten hin, genau. Ich glaube, außer den normalen Tieren ist hier, glaube ich, nichts mehr, ne? Gut, da würde ich sagen, dass wir nochmal kurz beim Feuerchen halten. Und dann nochmal kurz speichern, schnell speichern. Das finde ich schon ganz gut, also dass man da zumindest diese Schnellspeicherungsfunktion hat. Ja, ich habe jetzt schnell gespeichert und schon sind wir jetzt irgendwie mitten in der Nacht und nicht mehr am Tag. Das ist natürlich auch ganz lustig. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und ja, dass wir dann die nächste Sache, wo wir dann die Stolperfalle besorgen sollen, im nächsten Video machen. Ist jetzt ja alles so ein bisschen Eingewöhnung und so weiter und muss aber ganz ehrlich sagen, es macht mir bisher schon richtig Spaß. Ich finde es auch klasse, dass zumindest bisher, oder oben ist einer, dass zumindest bisher die Gegner jetzt auch noch nicht so immens stark waren. Weil man möchte ja doch erstmal alles kennenlernen und man möchte, oh, ich stehe hier übrigens auf den Feuerfallen, ich weiß gar nicht warum.
So, ich will natürlich normale Pfeile haben. Man möchte natürlich erstmal alles kennenlernen, man möchte die Story spielen und ja, sich jetzt nicht direkt darum kümmern, hier irgendwelche mega schweren Monster zu besiegen oder so. Das finde ich bisher sehr, sehr gut gemacht. Ich hoffe, dass das auch dementsprechend beibehalten wird. Und ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ich bin sehr, sehr froh, dass trotz dieser holprigen Stelle, wo ich da als Kind rausgekommen bin und das ja, ja ganz offensichtlich ein Bug war, weil ich da ja als Erwachsener rauskommen sollte, dass trotzdem noch alles geklappt hat, nachdem ich dann neu gestartet hatte, beziehungsweise von dem Punkt neu geladen hatte. Und freue mich auf jeden Fall auf euch im nächsten Video. Bis dann. Ciao.